Hallo und moin, liebe Tennisfreunde. Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Tiebreak, dem DTB-Videomagazin. Ich gebe zu, man spürt es momentan hier in Hamburg noch nicht so ganz, aber die Freiluftsaison steht direkt vor der Tür und in ein paar Wochen, da werden die Traglufthallen wieder eingemottet und die Plätze sind dann auch richtig vorbereitet. Und dann geht es so richtig zur Sache bei der Saisoneröffnung und vor allen Dingen mit Deutschland spielt Tennis. Darum dreht sich alles in unserer heutigen Ausgabe. Und wir wollen euch schon mal ein bisschen heiß machen auf den Start in die Sommersaison. Die Sonne lacht über Hamburg, der Frühling steht vor der Tür. Allerhöchste Zeit für Deutschland spielt Tennis. Ich freue mich sehr, dass Fabienne Breetz, Leiterin Sportentwicklung beim Deutschen Tennisbund, ich hoffe, ich habe es auf den Punkt gebracht, bei uns ist. Fabienne, herzlich willkommen. Hallo. Deutschland spielt Tennis. Erzähl uns ein bisschen, worum geht es da überhaupt? Ja, Deutschland spielt Tennis ist eine Aktion des Deutschen Tennisbundes mit den 17 Landesverbänden. Und es geht quasi darum, die Vereine dazu aufzurufen, gemeinsam die Sommersaison zu eröffnen. Also die Aktion gibt es seit 2007, ist jetzt im 13. Jahr. Auch immer im Schnitt um die 2000 Vereine, die teilnehmen. Also hat sich auf jeden Fall etabliert. Erzähl uns, warum sollte eigentlich jeder Tennisverein unbedingt dabei sein? Ja, die Tennisvereine, wenn sie sich quasi anmelden zu der Aktion, erhalten von uns eben auch Unterstützungsmaterialien, können eben auch den Tag richtig bewerben mit attraktiven Plakaten. Und ja, ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit für die Vereine. Und das Ganze läuft bequem online? Genau, die Vereine bekommen dann automatisch das Paket zugeschickt. www.deutschlandspieltennis.de, das ist die Adresse. Genau. Für alle, die dann wieder Gas geben wollen und die ihre Mitglieder gleich so richtig mobilisieren wollen, nimmst du dann auch den Schläger wieder in die Hand? Selbstverständlich. Wen schaust du denn so bei den Damen der Schöpfung am liebsten zu? Ja, natürlich Angie am liebsten. Wir haben jetzt zwei andere Damen aus unserem Fed Cup-Team, nämlich Andrea Petkovic und Tatjana Maria. Und den beiden zuzuhören, lohnt sich erstens immer und ist zweitens immer extrem unterhaltsam. Oh. Hast du A? Ja. Ich glaube, das ist keine Diskussion. Ich würde mal so machen. Unser Zimmer damals bei der Jugend wurde ja auch weltbekannt als Puma-Käfig, so genannt, weil wir eine starke Abneigung gegen Fenster öffnen und Sauerstoff haben. Tade. Also ich bin immer pünktlich, aber du bist so 5 Minuten vor mir da. Und heute war ich fast zu spät. Ja, fast. Ja. Fast. Tade? Ja. Ich darf ja nicht rüber gucken. Wobei, ja, ja, ich glaube, das ist ein Give or Take, ja, würde ich mal sagen. Oh. Eindeutig, Andrea. Also ich würde sagen ich, aber ich glaube, weil Tade auch jetzt als Mutter wahrscheinlich... Ich bin gar kein Morgenmuffel eigentlich. Bist du nicht? Nee. Ich schon. Also ich hasse so bis... Andrea. Ich hasse bis 9 die Welt. Uff. Was hast du gesagt? Andrea. So, weil ich brauche wirklich nicht lang. Ja, stimmt, Tade braucht. Tade braucht nicht lang, das stimmt. Natürliche Schönheit. Ich würde sagen, Tade. Ah ja? Ich würde sagen, hast du mich? Aber ich hätte es jetzt nur gesagt, weil du einfach mehr Kontakt zu deiner Familie aufrechterhalt. Also jetzt hier die Woche, ich weiß nicht, sonst weiß ich nicht, wenn ihr zusammen seid. Eventuell stimmt das ja. Ah, hier. Was heißt Trainingsweltmeisterin? Ich trainiere viel, aber nicht besonders gut. Das ist mein Trick. Tade. Nee, ich würde sagen, du. Echt? Ne, ich fand dich immer ganz guten Rhythmus in den Hüften von früher. So wie ich mich von erinnere. Früher. Oh, das bin ich. Sehr eindeutig. Das werden wir aber heute beim Karaoke austesten nochmal. Tade. War ganz gut eigentlich. Ja, Tade fällt gut. Muss man leider zugeben. Tade. Was hast du? Ja, Tade. Als Mutter, man lernt dazu. Ich kann sehr gute Spiegeleier machen. Ah ja. Aber da hört meine Kunst auch schon auf. Nee, ich kann schon einiges gucken. Ihr habt euch für die Vereine
dieses Jahr wieder eine ganze Menge überlegt. Was ist neu in 2019? Ja, in 2019 haben wir ja dem Ganzen einen neuen Anstrich verpasst. Also wir haben jetzt neue Plakatmotive, wir haben quasi neue Testimonials, knackige Sprüche, die ich sehr gelungen finde, um die dann die potenziellen Besucher eben anzusprechen beim Verein, um die Ecke vorbeizuschauen und teilzunehmen. Und zum anderen haben wir auch noch die sogenannte Toolbox, um die Vereine eben in ihrer Arbeit wirklich zu unterstützen. Da kann jeder drauf zugreifen. Was ist da alles drin? Es geht eben darum, dass man den Vereinen auch Arbeit abnimmt, dass sie sehen können, wie kann ich Werbung machen, wie kann ich die Pressearbeit für den Aktionstag gestalten, wie finde ich Sponsoren und das ist eben alles gebündelt, aufbereitet für die Vereine. Keiner ist auf sich alleine gestellt. Genau. Ihr nehmt die Clubs an die Hand mit einer gemeinsamen Kampagne, auch mit gemeinsamen Plakaten, glaube ich. Da gibt es auch zusätzliche Unterstützung. Genau. Also die Vereine erhalten zum einen eben mit diesem Vereinspaket Plakate, die sie dann handschriftlich beschriften können. Und zum anderen gibt es eben seit diesem Jahr auch die Möglichkeit, dass die Vereine die Plakate und noch mehr Motive individualisieren können und dann eben auch bedrucken können und sich dann direkt zum Verein schicken lassen können. Und wenn dann alles beworben ist, ist das natürlich auch eine ideale Möglichkeit, um vielleicht auch Leute, Spieler, Tennisinteressierte anzusprechen, die sich bisher noch nicht getraut haben. Also die Aktion ist ja auch dafür da, Neumitglieder zu gewinnen und potenzielle Neumitglieder auch anzusprechen und dann eben auch am Tag der offenen Tür mal so Schnupperangebote zu machen, dass die Besucher das einfach mal ausprobieren können. Was ist Tennis? Macht das Spaß? Es gibt eben auch viele Konzepte für Anfänger und das kann man dann alles integrieren und dann den Besuchern eben Folgeangebote machen. Über 114.000 Neumitglieder schon in den Vereinen alleine durch Deutschland spielt Tennis. Also das ist eine Aktion, die in den letzten Jahren schon ein großer Erfolg war. Und wir wollen gleich nochmal erfahren, was es so konkret in den Vereinen gibt. Aber vorher beschäftigen wir uns mit jemandem, der gerade erst neu zum Schläger gegriffen hat. Und ich würde sagen, Film ab. Der Weg auf den Tennisplatz. Für Robert Zwickler eine wöchentliche Routine. Aber erst seit kurzem. Denn das Besondere, er ist Anfänger. Und das mit 30 Jahren. Also mein Vater, der hat immer mit mir und meinen Geschwistern Tischtennis gespielt, als wir Kinder waren. Und es hat mir immer mega Spaß gemacht. Und dann habe ich in meiner Jugend ab und an mal das mit Badminton versucht. Ich hatte aber eigentlich immer Bock auf Tennis. Und dann habe ich letztes Jahr den Entschluss gefasst, irgendwie auch mit Tennis anzufangen. Und dadurch, dass ich irgendwie so mit Schlägerballsportart so ein bisschen Erfahrung schon hatte, fiel es auch nicht so schwer, jetzt reinzukommen. Und ja, jetzt will ich nichts mehr anderes spielen. Seit fast einem Jahr schwingt Robert jetzt regelmäßig begeistert den Schläger. Hat sich im letzten Spätsommer direkt in einem Hamburger Verein angemeldet. Dabei steht er als Spätstarter aber auch vor der ein oder anderen Herausforderung. Also ich glaube, am schwersten fiel mir als Anfänger, wenn man irgendwie den 5., 6., 7. Ball versemmelt, dass man dann irgendwie dran bleibt und weiter Spaß hat. Und so ein bisschen in dem Biss hat, dann irgendwie besser zu werden, aber trotzdem nicht den Spaß am Spiel zu verlieren. So wie Robert geht es vielen Tennisanfängern und Wiedereinsteigern. Die erfahrene Vereinstrainerin und Spielerin Julia Luis weiß, worauf es insbesondere dabei ankommt. Also es ist erstmal wichtig, dass die Spieler einfach spielen, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, dass man nicht zu viel verbessert, denen nicht zu viel Anweisungen gibt, sondern dass man sie dann langsam heranführt in die Technik, in das Spiel, auch ein bisschen die Taktik erklärt. Aber dass man sie immer wieder motiviert, einfach zu spielen, Spaß zu haben auf dem Platz. Bei Robert ist das definitiv der Fall. Und der 30-Jährige hat noch viel vor. Ich möchte irgendwann in der Mannschaft spielen. Ob es die zweite oder dritte Mannschaft ist, da irgendwie so den Mannschaftscharakter zu haben und samstags irgendwie auf dem Platz zu stehen und dann irgendwie Leistung zeigen zu müssen. Da arbeite ich gerade so ein bisschen drauf hin und hoffe, das wird in 2019 was. Eine Sache spornt ihn richtig an. Der Start der Sommersaison. Da ich immer abends Training habe und dann so die lauen Sommernächte und so, da so nach dem Bürotag dann draußen zu spielen und auf dem Platz zu stehen, macht mega Bock und freue ich mich super drauf. Und genau dafür trainiert Robert fleißig weiter. Und hier sind sie, zwei der Gesichter von Deutschland spielt Tennis, Luise und Carsten. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben gerade jemanden gesehen, der mit 30 zum ersten Mal den Schläger in die Hand genommen hat. Ein blutiger Anfänger. Carsten, in dem Alter für dich eher eine Ausnahme oder der Regelfall?
Nein, es ist keine Ausnahme. Es ist natürlich auch nicht der Regelfall. Die meisten Leute spielen mit 30 schon. Aber es gibt durchaus eine Menge Anfänger, die noch spät anfangen, Spätberufene sozusagen. Meistens Frauen, aber auch gerne Männer, die noch spät mit dem Tennis anfangen. Genau das wollen wir mit Deutschland spielt Tennis dann auch erreichen, Leute wieder neu fürs Tennis zu begeistern. Luise, bei dir dürfte die erste Trainerstunde, die du genommen hast, schon ein bisschen was her sein. Erinnerst du dich noch? Ja, das erste Mal hatte ich einen Schläger in der Hand, da war ich 8 Jahre alt. Und ich weiß noch, wir waren zu 8 auf einem Platz, was ja auch eher unüblich ist. Und Jungs, Mädels, alles wild durcheinander und ein bisschen Schläger in der Hand gehabt, aber auch ganz, ganz viel Koordination, ein bisschen Fußball, einfach irgendwie herumtoben und Spaß daran gewinnen. Deutschland spielt Tennis, in jedem Fall eine Aktion mit Vorzeigecharakter. Ihr seid maßgeblich beteiligt. Carsten, wie war das Shooting? Ach, die Shootings waren natürlich ganz spannend für uns, denn das ist ja etwas, was wir zumindest nicht jeden Tag machen. Und die Ergebnisse? Ich finde, sie können sich sehen lassen. Was sagt ihr? Ja, mir hat es auch gut gefallen und es haben mich sehr viele Menschen darauf angesprochen, viel mehr als ich gedacht hatte und das war schon toll. Wie war bei dir das Feedback, Luise? Ja, es waren tatsächlich auch einige Leute, die dann danach auf mich zukamen und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man irgendwie das Gesicht für so eine Kampagne sein kann, wo man eben auch zu 100% dahinter steht, weil Tennis das ganze Leben mitbestimmt hat. Wir wollen uns jetzt mit einem Westfalen beschäftigen, denn wir haben Jan-Lennard Struff, der hat gerade in Indian Wells tolles Ergebnis erreicht, zum ersten Mal ein Achtelfinale bei einem Masters erreicht. Wir hatten ihn im Interview. Gladiator. Frühaufsteher. Krafttraining. Gar keins, ich singe richtig schlecht. 2. Für Fußballtickets. Underdressed. Pizza. Ich habe sehr viele bekommen. Puh, weiß ich gerade nicht, nee. Boah, ich fand Prison Break ganz geil. Meine Tennistasche, leider. Black Eyed Peas, Where's the Love? Eine Schildkröte. Immer wieder unterhaltsam, der Kollege Jan-Lennard Struff. Nun entscheidet sich natürlich das Training eines Profis immens von dem eines Freizeitspielers. Was würdest du sagen, was ist das Entscheidende beim Training eines Anfängers? Naja, einen Anfänger musst du natürlich erstmal abholen. Du musst ihn dazu bringen, dass er Spaß am Tennis hat. Ich glaube, es funktioniert alles nur über Motivation, Spaß und natürlich über den Erfolg. Ein schneller Erfolg bei einem Anfänger hilft ihm natürlich, direkt dabei zu bleiben und direkt Feuer und Flamme zu werden für den Tennissport. Das wird sicherlich auch entscheidend sein bei den Veranstaltungen, die wir dann bei Deutschland spielt Tennis erleben. Luise, da ist der TC Rot-Weiß Wahl steht auch mit dabei. Ich glaube, am 27.04. ist da die Saisoneröffnung geplant. Auf was darf man sich da freuen? Genau, jedes Jahr zur Saisoneröffnung spielt Deutschland spielt Tennis auch eine ganz, ganz große Rolle in dem Verein, wo dann die vereinseigenen Trainer eben akquiriert werden, um Schnuppertraining anzubieten für Jung und Alt und das dann noch mit so einem Kuddelmuddel-Mix-Turnier gekrönt wird, was natürlich auch schön ist, weil es diesen Gedanken dann nochmal verstärkt, dass Tennis eben verbindet, dadurch, dass Jung und Alt alle zusammen auf dem Platz stehen. Womit wir dann auch schon wieder beim Grundgedanken von Deutschland spielt Tennis sind, nämlich, dass alle gemeinsam diese Saisoneröffnung zelebrieren und nicht jeder Verein für sich. Carsten, was hättest du da für Tipps für Vereine, was so konkrete Aktionen angeht? Leute die, oder Mitglieder, die neu dazukommen, müssen sich im Verein aufgehoben fühlen. Sie müssen sich aufgefangen fühlen und sie müssen natürlich schnelle Kontakte finden und damit dann natürlich Partner finden, um wieder zu spielen und dann auch dabei zu bleiben, gerade wenn sie neu in einem Club sind. Und sich nicht ausgeschlossen fühlen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ein prima Schlusswort. Wir freuen uns alle auf Deutschland spielt Tennis, auf die vielen, vielen Aktionen in den über 2000 Vereinen, die mitmachen werden. Danke an euch.
Jetzt wollen wir aber natürlich noch sehen, was ihr denn mit dem Schläger so drauf habt. Wir haben uns eine kleine 30-Sekunden-Challenge für euch ausgedacht. Wir haben unsere Deutschland-Spiel-Tennis-Tonne mitgebracht. 30 Sekunden und wer die meisten Bälle da unterbringt, gewinnt. Ich bin sehr neugierig. Ich würde sagen, Carsten, wir wären soweit. Quasi ja, aus der kalten Hose. Moment. Mein Kommando. Also. Dein Kommando. Entschuldige. Auf die Plätze. Fertig und los. Eins. Ah, der Anfang war gut, aber jetzt muss er nachlegen. Zwei. Ah, den Rhythmus kann man erhöhen. 20 Sekunden noch. Ah, knapp zu lang. Drei. Der war knapp. Nee, ja, ja, war fast ein halber, aber da sind wir genau. Vier. Der bleibt drin. Sechs. Bockstark. Waren das nicht schon sieben? Jetzt sind die 30 Sekunden vorbei. Ah. Luise, bereit für den Konter? Sechs sind zu schlagen. Du hast dir den Ballkorb auf die rechte Seite gespielt. Eben der Lefty, jetzt also die Rechtshänderin. Auf mein Kommando, auf die Plätze, fertig, los. So, den ersten Treffer haben wir. Boah, der tut weh. Der auch. Ich glaube, du musst ein bisschen erhöhen. Noch 15 Sekunden. Ja, jetzt volles Risiko. Immer noch eins. Der Weg ist weit. Die geht ja ganz schön weit. Ja, 5 ist mit auch vielleicht aus der. Oh, 3 halbe. Das läuft hier. Oh Gott. Und vorbei. Aus der Reihe berühmte letzte Worte oder Interviews nach einem Match, die wir nicht vergessen werden. Luise, die Frage, die jetzt kommen muss, woran hat es gelegen? Also die Leistung ist definitiv ausbaufähig, aber dann weiß ich jetzt, woran ich noch arbeiten muss. Carsten hat natürlich stark vorgelegt mit der Präzision, das spricht ja auch für dich als Trainer. Von daher, ist passiert, kann man nicht mehr ändern. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. War eine große Freude, heute hier zu sein beim Club an der Alster. Vielen Dank an euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Tiebreak-Ausgabe Ende April, dann vom Porsche Tennis Grand Prix aus Stuttgart. Bis dahin, tschüss aus Hamburg.